Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Reinhold-Meyer-Stiftung möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Web-Talk mit dem Titel Moral und Eigennutz, Adam Smith heute. Mein Name ist Melanie Köckler, ich leite das Landesbüro Baden-Württemberg der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Reinhold-Meyer-Stiftung. Viele von Ihnen waren sicherlich schon bei der einen oder anderen Veranstaltung von uns. Vielleicht ist es aber auch für einige von Ihnen das erste Mal, daher ein paar kurze Worte über unsere Arbeit. Die heutige Veranstaltung ist eine von etwa 300 Vorträgen, Lesungen, Diskussionen und Trainings, die wir im Rahmen unserer politischen Bildungsarbeit jährlich anbieten, sowohl online wie auch in Präsenz. Neben dieser Säule der politischen Erwachsenenbildung setzt sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit auch in über 60 Ländern weltweit für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ein und fördert zudem Studierende durch Stipendien. In unserer heutigen Veranstaltung wollen wir uns mit einem der großen Gelehrten der schottischen Aufklärung beschäftigen, nämlich mit Adam Smith anlässlich seines 300. Geburtstages. Ich freue mich, dass wir die Ökonomin Professor Dr. Karin Horn zu Gast haben, die uns gleich zunächst in sein Leben, in sein Werk und in einige grundsätzliche Lehren für die heutige Zeit einführen wird. Ich würde Frau Professor Horn kurz vorstellen. Sie lehrt ökonomische Ideengeschichte und Wirtschaftsjournalismus an der Universität Erfurt und ist unter anderem Co-Vorsitzende und Koordinatorin des internationalen wissenschaftlichen Netzwerks für Verordnungsökonomik und Sozialphilosophie sowie Chefredakteurin der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Perspektiven der Wirtschaftspolitik. Frau Professor Horn arbeitet momentan auch an einem Paper oder hat es gerade beendet über das Thema der heutigen Veranstaltung, das demnächst erscheinen wird. Dieses Paper wird gemeinsam von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und dem Ludwig-Erhard-Forum für Wirtschaft und Gesellschaft herausgegeben. Ich freue mich daher ganz besonders, dass wir neben Karin Horn auch Professor Dr. Stefan Kohle, den wissenschaftlichen Leiter des Ludwig-Erhard-Forums in Berlin, zu Gast haben, der im Anschluss an den Impuls von Frau Professor Horn mit ihr gemeinsam diskutieren wird. Herr Professor Kohle ist neben seiner Funktion beim Ludwig-Erhard-Forum auch Professor für Wirtschaftspolitik an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und er ist auch Altstipendiat und Vertrauensdozent der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Das Ludwig-Erhard-Forum führt die heutige Veranstaltung auch in Kooperation mit uns durch und ich möchte Ihnen, lieber Herr Professor Kohle, ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit danken. Am Ende erwartet Sie dann noch ein Schlusswort meines Kollegen Justus Lenz, der Leiter des Liberalen Instituts der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ist. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Sie können das gerne bereits schon während des Impulses, während des Zwiegespräches über die F&A-Funktion machen, die Sie am unteren Bildschirmrand finden. Es wird dann vorsortiert und wir versuchen es dann an geeigneter Stelle einzubringen. An dieser Stelle würde ich schon übergeben an Sie, liebe Frau Professor Horn, und wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen interessanten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung, für die freundliche Vorstellung und an alle, die jetzt dabei sind und sich für Adam Smith interessieren. Ich fange vielleicht einfach damit an, dass ich erstmal meinen Bildschirm mit Ihnen teile. Ich habe nicht viele Bilder, die Sie anschauen müssen, aber doch ein paar, die vielleicht Ihnen helfen, meinem roten Faden zu folgen. Deswegen mache ich das jetzt mal und hoffe, dass es auch so klappt, wie es soll. So. Falls es nicht geklappt haben sollte, wünsche ich mir von irgendwem Protest. Ansonsten würde ich jetzt fortfahren. Ja, ich möchte Ihnen erstmal ein paar einführende Worte zu Adam Smith sagen. Wir haben in der Veranstaltung ja den Titel Eigennutz oder Moral und Eigennutz Adam Smith heute. Ich werde jetzt über Adam Smith, sein Denken, sein Leben, sein Werk sprechen. Ich werde es auch darauf beziehen, was wir heute damit anfangen können. Aber das Detail, vor allem des letzteren Aspekts, werden wir nachher im Gespräch vertiefen. Kann ich zu viel in die ersten 20 Minuten packen oder so. Ich will Sie jetzt erstmal hinführen und Ihnen hiermit jetzt vielleicht als erstes sagen, warum Adam Smith interessant ist überhaupt. Also ein Geburtstag allein ist ja nicht allein schon Grund genug, sich mit jemandem auseinanderzusetzen und auch wenn es der 300. ist.
Smith ist spannend als Denker der schottischen Aufklärung, und die schottische Aufklärung als Strömung in der Aufklärung ist eine ganz besondere, die sich unterscheidet von den anderen nationalen Traditionen. Die Schotten sind sehr stark in der Anschauung unterwegs. Also sie wollen natürlich die Emanzipation des Geistes und der Vernunft, so wie das auch in den anderen Aufklärungsströmungen der Fall ist. Aber sie machen das auf einer sehr stark empirischen Basis. Sie schauen sich die Welt an um sich herum und wollen sie in ihrer Gesamtheit mit der Wissenschaft erfassen und erklären. Sie sind dabei auch nicht rabiat antireligiös oder so etwas, sondern sie nehmen die Schöpfung hin als das, was sie ist, und wollen sie ergründen und fühlen sich nicht an Denkverbote gebunden, dass irgendetwas eben nicht erforscht werden dürfe, weil es von höherer Weisheit geschaffen und so eingerichtet sei, sondern es geht darum, durch die Anschauung die Schöpfung zu erkennen und zu erklären. Und das geht über alle Felder der Wissenschaft, die man sich nur denken kann. Das machen sie natürlich auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, aber vor allem jetzt ist für Smith interessant das, was auf geistes- und gesellschaftswissenschaftlicher Ebene passiert. Da arbeitet er, und er ist von einer unglaublichen philosophischen Tiefe und psychologischen Beobachtungsfähigkeit. Also er ist sehr gut in der Lage, sich in das Handeln und Denken von Menschen einzufinden. Und genau das nutzt ihm sehr in seiner Tätigkeit als Moralphilosoph, der er von Haus aus ist. Einen solchen Lehrstuhl hat er inne, dazu gleich noch mehr. Man kennt ihn aber gar nicht so furchtbar gut als Moralphilosophen. Bekannt ist er in der breiten Öffentlichkeit eigentlich eher als Ökonom. Mit seiner Theory of Moral Sentiments hat er zwar schon seine Berühmtheit erlangt, 1759, aber erst der spätere Wealth of Nations ist das, was in zumindest unserer Wahrnehmung wirklich hängen geblieben ist. Man sagt, damit sei er so etwas wie der Begründer der Volkswirtschaftslehre. Er ist auf jeden Fall der Systematisierer des ökonomischen Denkens, der in seiner eigenen Theorie es schafft, ein Gesamtgebäude zu schaffen. Und dank dieses Gesamtgebäudes der ökonomischen Theorie wird die Disziplin auch akademisch verwendbar. Also man kann das Fach unterrichten als eigenständige Disziplin. Das ist das, warum immer alle sagen, er ist der Erfinder der Ökonomie. So stimmt es natürlich dann nicht. Er arbeitet in einer Weise ökonomisch, die heutigen Volkswirtschaftlern bekannt sein wird, weil sie erstens immer noch in seinem Rahmen denken. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass er die Methoden benutzt, die wir bis heute nicht losgeworden sind, weil sie eben sinnvoll sind. Und das eine davon ist, dass er immer mit Empirie arbeitet. Also er schaut sich an, was ist passiert, was tun Menschen, was hat das für Ergebnisse erbracht. Und er betrachtet die Anreize, die dabei spielen, und überlegt sich, wie Anreize sinnvollerweise gesetzt werden sollen, damit am Ende tatsächlich im ökonomischen Fall so etwas dabei herauskommt wie Wohlstand für alle. Er arbeitet aber in seinen beiden Werken immer auch ein bisschen als Historiker. Das hat was damit zu tun, dass er empirisch arbeiten im heutigen Sinne so noch nicht kann. Also die Möglichkeiten der Datensammlung und Verarbeitung und der statistischen Auswertung, die wir heute haben, die gab es damals noch nicht. Er greift immer auf historische Beispiele zurück und dekliniert seine Theorie daran durch. Und er beobachtet die Realität um sich herum. Aber man kann ihn, ähnlich wie seinen Freund David Hume, insofern auch ein bisschen als Historiker bezeichnen. Und was auch unüblich ist, aber ich denke, das kann man auch sagen, er ist im Grunde auch ein politischer Theoretiker, weil es ihm darum geht, welche Institutionen es braucht, damit die Gesellschaft stabil ist und prosperiert. Da holt er relativ weit aus und beleuchtet zwei Seiten in seinen beiden Hauptwerken. Die dritte Seite, die dann noch fehlen würde, nämlich wirklich die Theorie der Regierungsführung, die fehlt, die hat er nicht abschließen können, aber man kann sie sich ganz gut zusammendenken aus dem, was er schon uns hinterlassen hat. Ich würde ihn als Realisten beschreiben. Auch das ist vielleicht typisch für die schottische Aufklärung. Da haben wir selten Menschen, die die Welt vom Kopf auf die Füße stellen wollen, die alles umdrehen wollen. Utopien sind verpönt. Und Smith ist eben auch kein Revolutionär, sondern ein ganz behutsamer Reformer, der
sanft und ruhig an die Dinge herangeht. Und dazu braucht es einen realistischen Blick, und auch sein Blick auf den Menschen ist von diesem Realismus getragen. Er gilt ja immer als Wappenfigur sozusagen des Liberalismus, und ich denke, das tut dem Liberalismus sicherlich auch gut. Und Adam Smith tut's dann gut, wenn man ihn für genau den Liberalen nimmt, der er auch tatsächlich ist. Also er ist sicherlich kein vehementer Laissez-faire-Vertreter oder ein Anarchokapitalist oder so etwas, sondern er ist eben jemand, der sehr genau weiß um die Rolle von Institutionen, um die Wichtigkeit und die Aufgaben des Staates, aber der trotzdem an der Freiheit als wichtigem Wert festhält und die Institutionen so ausrichten will, dass dem Menschen ein Leben in Freiheit möglich ist. Zum Leben kurz diese Stationen, das können Sie natürlich überall nachlesen, aber vielleicht sind so die Kerndaten doch noch von Interesse. Es beginnt schon mit dem Datum. Wir machen diese Veranstaltung heute am 5. Juni und die Zeitungen sind heute voll mit Würdigungen von Smith zum 300. Jahrestag seiner Geburt. Aber zwei Einwände muss ich da machen, da bin ich ein bisschen pingelig. Erstens, es ist nicht der Geburtstag, sondern das Taufdatum, und wir wissen nicht, wann er geboren ist. Vielleicht am gleichen Tag, vielleicht aber auch nicht. Und außerdem ist der 5. Juni nicht der 5. Juni, sondern die hatten damals noch einen anderen Kalender, und zwar den julianischen. Und dann wurde später erst, ungefähr, ich glaube 30, 40 Jahre später, wurde gewechselt zum gregorianischen, den wir heute auch noch haben. Und das bedeutete, dass die Leute damals 11 Tage verloren, wie sie sich beschwerten. Das heißt, wir müssten heute eigentlich erst am 16. Juni den 300. Geburtstag oder Tauftag von Smith feiern. Egal. Juni stimmt auf jeden Fall. Geboren und getauft ist er in Kirkcaldy. Das ist ein kleiner Ort am Firth of Forth, wie man so einen Fjord nennt, der direkt gegenüber von Edinburgh in Schottland liegt. Er war halbwaise. Sein Vater war vor seiner Geburt schon verstorben. Seine Mutter hat sich um ihn gekümmert, hat ihn durch die Schulzeit gebracht, und er ging dann im zarten Alter von 14 Jahren zum Studium nach Glasgow. Das war aber damals nicht ganz unüblich. Wenn man diese höhere Fortbildung hatte, die schulische, dann war das eben in diesem Alter. Nach der Zeit in Glasgow ging es weiter nach Oxford, also nach England. Da war er 6 Jahre lang, hat sich vor allem selbst fortgebildet, weil die Institution ihm nicht genug beibrachte, und kehrte danach dann wieder zurück nach Edinburgh bzw. nach Schottland und begann damit, öffentliche Vorlesungen zu halten. Damit wurde er dort betraut und verdiente sich damit erstmal seinen Unterhalt. Diese Vorlesungen machten ihn sehr bekannt, und er hatte schnell einen so guten Ruf, dass man ihm in Glasgow eine Professur für Logik angebot, also da, wo er zuerst studiert hatte und wo er auch sehr zufrieden gewesen war. Das nahm er an, und nach einem Jahr wurde die Professur für Moralphilosophie frei. Das lag ihm dann doch noch ein bisschen mehr, und deswegen wechselte er dahin und machte das viele Jahre lang. 1759 veröffentlichte er seine Theory of Moral Sentiments, und das ist sein erstes großes, wichtiges Werk. Man tut sich immer ein bisschen schwer, wenn man das ins Deutsche übersetzen will. Da wird dann irgendwie die Theorie der ethischen Gefühle oder der moralischen Empfindungen oder sonst irgendwas raus. Die Schwierigkeit erklärt sich daher, dass wir nicht mehr gewohnt sind, heute darüber nachzudenken, wie wir moralisch urteilen. Denn eigentlich geht es um Urteile. Es geht um moralische Urteile. Und diese Urteile erklärt Smith nicht nur als reine Verstandessache, sondern eben als etwas, was wir auch empfinden. Und diese Empfindungen zu ergründen, diese sinnliche Empfindung, die dann durch den Verstand noch aufbereitet wird, das ist seine Aufgabe in der Theory of Moral Sentiments. Also Theorie der moralischen Empfindungen, wie gesagt, hinkt, aber es geht um die Urteile. 1763 ließ er dann die Lehre in Glasgow sein und ging mit einem jungen Adligen ins Ausland. Er wurde da im Grunde als Privatlehrer bestellt, um diesen dritten Duke von Buccleuch oder wie auch immer man das ausspricht, nach Frankreich zu begleiten. Und es sollte dann auch noch weitergehen in Frankreich und in die Republik Genf. Und dann sollte es eigentlich auch noch nach Deutschland gehen. Es
Soweit kam es dann nicht. Es war eine Bildungsreise für diesen jungen Mann und er hatte eben den besten Lehrer zur Seite gestellt bekommen, der ihn auch darauf vorbereiten sollte, eines Tages mal Politiker zum Staatsmann zu werden. Das war Smith und er machte das, bekam dafür ein gutes Gehalt und eine Leibrente und insofern war es für ihn dann auch ganz interessant. Es war aber auch interessant, weil er im Ausland wesentliche Denker der französischen Aufklärung kennenlernen konnte und auch Ökonomen, die damals dort populär wurden. Das war für ihn sozusagen das wissenschaftliche Interesse an diesem Job. Er sammelte Daten und Anschauungen in der Zeit zu einem Thema, das ihn aber auch schon in Edinburgh und dann in Glasgow beschäftigt hatte, nämlich die Frage, wie der Wohlstand der Völker zustande kommt. Und er schrieb schon ein bisschen was vor und als er dann zurück war in Schottland und in England, er wechselte zwischen London und Edinburgh, schrieb das Buch zu Ende und veröffentlichte es nach vielen Jahren der Reifezeit sozusagen, der Wealth of Nations. Und das machte ihn eben in einer ganz neuen Klientel sehr berühmt. Also da war er nicht mehr nur der reine Moralphilosoph, sondern da schuf er ein ökonomisches Werk, das sich an die Öffentlichkeit, aber ganz besonders an die politischen Entscheidungsträger, an die Staatsmänner. Der Erfolg reichte dann erstmal für ihn aus. Er hat dann sich nicht weiter in der Wissenschaft umgetrieben, sondern er blieb dann in Edinburgh, wurde da zum Zollkommissar berufen. Das war eine Aufgabe, die darin bestand, zusammen mit einem Gremium von ähnlich bestallten Menschen dafür zu sorgen, dass die Abgaben und Zölle richtig berechnet waren. Und er hat in diesem Zusammenhang eine grundlegende finanzwissenschaftliche Anschauungstheorie im Grunde geschaffen, die auch in dem Wealth of Nations schon sich fand. Darauf hat er aufgebaut. Er hat Wealth of Nations und Theory of Moral Sentiments in seinem ganzen Leben auch immer fortgeschrieben. Also da kamen immer neue Elemente mit rein. Und wenn man das Entwickeln seines Denkens mit betrachten möchte, wenn man ihm sozusagen im Denkprozess folgen will, dann muss man die verschiedenen Versionen sich angucken. Er lebte in Edinburgh bis 1790. Zum Leidwesen der Forschung hat er seine anderen Manuskripte bis auf ein paar wenige Ausnahmen verbrennen lassen, weil er sie für unvollständig und unfertig hielt. Deswegen ist uns nicht so sehr viel hinterlassen. Wir haben aber einige Essays von ihm, insbesondere zu Themen wie der Astronomie und zu verschiedenen philosophischen Fragen. Sehr hilfreich für die Forschung war aber, dass in den Jahren nach seinem Tod mit großem zeitlichen Abstand Vorlesungsmitschriften von Studierenden aufgetaucht sind. Und zwar erstmal seine Vorlesung über Jurisprudenz. Darin schildert er Dinge, die sehr ähnlich sind wie das, was er im Wealth of Nations entwickelt, was aber auch zum Teil wahrscheinlich in sein noch geplantes Buch eingeflossen wäre. Dann von diesen Vorlesungsmitschriften tauchte dann Ende der 50er Jahre im vergangenen Jahrhundert nochmal eine weitere Ausgabe von anderen Studenten auf und auch noch seine Mitschriften der Vorlesungen zur Rhetorik und zur Literatur. Und die sind sehr interessant dafür, um zu verstehen, warum er so schreibt, wie er schreibt. Er schreibt nämlich sehr anschaulich, sehr praktisch, sehr zugänglich. Es ist nicht zu vergleichen mit vielen anderen Philosophen, wo man in dem Begriffswirrwarr hängen bleibt. Sehr prägnant, sehr anschaulich und voller Beispiele. Ja, Theory of Moral Sentiments und Wealth of Nations, die beiden haben eigentlich eine ganz ähnliche Struktur. Beide dieser Hauptwerke sind von Hauptfragen getrieben und diese Fragen haben sowohl eine individuelle als auch eine kollektive Komponente. Die individuelle Komponente, wenn man so will, ist, dass er in dem moralphilosophischen Werk, in der Theory of Moral Sentiments fragt, was sind eigentlich die Tugenden und wie entstehen sie? Und dann, also das ist die Frage, wie urteilen wir moralisch? Wie entscheiden wir, was richtig ist und was falsch ist? Und die zweite Frage, die sich dann daran anschließt, ist, wie entsteht in diesem Prozess, wie wir unsere Urteile fällen, vielleicht auch ein Miteinander der
Normen und der Wertvorstellungen? Also wie entsteht so etwas wie ein gesellschaftlicher Normenkonsens? Man hat diese beiden Ebenen und da haben wir wieder typisch die schottische Aufklärung, die immer wieder versucht, sozusagen das Große aus dem Kleinen zu erklären und dabei davon ausgeht, dass derjenige, der im Kleinen eben als Individuum handelt, das Große gar nicht im Blick hat. Aber trotzdem durch seine Interaktion mit anderen entsteht es. Das ist sozusagen die Forschungsagenda der Theory of Moral Sentiments, verbunden auch mit der Frage, wovon das dann jeweils abhängt. Und was die Ökonomie angeht, so fragt er im Wealth of Nations, wie die Wirtschaft funktioniert, wie wir wirtschaften und wie da wirtschaftlicher Fortschritt entsteht. Und jetzt die zweite Frage, wie wirtschaftlicher Fortschritt entsteht und der Wohlstand der Nationen zustande kommt, das ist natürlich dann wieder die kollektive Frage. Da ist es ihm wichtig zu sagen, wovon das abhängt, von welcher Rahmenordnung. Und da wird er dann eben auch zum Politiker. Da gibt er Ratschläge, da übt er Kritik, da macht er sehr detaillierte Empfehlungen in verschiedensten Feldern der Wirtschaftspolitik. Und dafür ist er eben sehr bekannt geworden. In allen Ländern der Welt, glaube ich, insbesondere aus deutscher Perspektive natürlich in Preußen, wo die Stein-Hardenbergschen Reformen auch ein bisschen inspiriert waren. Ja, wie gesagt, er hat auch noch zu anderen Feldern gearbeitet, das vor allem in den Essays und in den Vorlesungen, wo wir die Mitschriften haben. Diese Folie jetzt, glaube ich, werde ich Ihnen ersparen, sonst wird es zu lang. Das ist eine Folie, in der ich versucht habe zu zeigen, wie die Systematik dieselbe ist. Und ich beschreibe es Ihnen nur ganz kurz. Es geht darum, dass Smith in beiden Hauptwerken zwei ganz wesentliche Annahmen macht über die menschliche Natur. Das ist eine minimalistische Herangehensweise, die ihm erlaubt, selbsttragende Entwicklungsprozesse zu schildern. Und er geht im Grunde immer davon aus, wir haben einen Antrieb in uns, der richtet uns auf uns selber aus. Also wir sorgen dafür, dass wir uns selber am Leben erhalten. Wir haben etwas wie eine Eigenliebe für uns und unseren Nahbereich. Wir haben aber auch so etwas wie Nächstenliebe. Also wir sind interessiert an anderen Menschen. Und diese beiden Antriebe haben wir gewissermaßen sowohl in moralischer Hinsicht als auch in ökonomischer Hinsicht. Und die müssen zueinander irgendwie in Balance gebracht werden. Und der Prozess, wie das geschieht, durch welche Rückkopplungsprozesse, das ist das, was ihn interessiert und was er erforscht. In dem moralischen Abstimmungsprozess sozusagen sind es verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, ich bekomme von anderen Menschen einen Spiegel vorgehalten für mein Verhalten. Ich habe so etwas wie ein Gewissen, das mir ab und zu erlaubt, einen Schritt nach hinten zu treten, mich selber zu beobachten und mich sozusagen mit mir selber auseinanderzusetzen darüber, ob ich richtig gehandelt habe oder nicht. Das ist die zweite Instanz. Dann gibt es aber auch noch die Instanz der allgemeinen Normen und der Gesetze, die uns auch korrigiert und dafür sorgt, dass unsere Eigenliebe nicht zu groß wird. Und ähnlich ist es natürlich in Bezug auf den anderen Pol. Also wir müssen einfach zusehen, wir haben diese beiden Antriebe, die sind beide wichtig und erfüllen eine Funktion, aber sie dürfen nicht dominant werden. Und er beschreibt dann einen Prozess, wie das läuft. Das ist ein dynamischer Prozess und auch das ist bei ihm was ganz Außergewöhnliches. Wir haben ansonsten nicht diese selbsttragenden Prozesse in entsprechenden Theorien und auch die Ökonomen haben sehr spät erst angefangen, wirklich sich für Dynamiken zu interessieren. Ja, diese Folie kennen Sie zum Teil schon, aber ich bringe sie nochmal. Die linke Seite kennen Sie schon, die rechte will ich Ihnen kurz noch präsentieren und dann mache ich Schluss. Wie gesagt, wir haben es hier mit einem Aufklärer zu tun und er ist wirklich ein Aufklärer. Das ist vielleicht etwas, was man für heute mitnehmen kann. Es ist jemand, der an die Kraft der Wissenschaft glaubt und der sagt, bevor wir irgendwo urteilen, schauen wir uns doch erstmal an, wie die Dinge funktionieren. Und dieser Wille, die Dinge tief zu ergründen, den finde ich, den kann man ganz gut als Appell schon mal mitnehmen. Dann ist mit jemand, der ganzheitlich denkt. Ich habe Ihnen die verschiedenen Disziplinen genannt, derer er sich bedient, also dass man nicht in seinem Fachidiotentum hängen bleibt, sondern seinen Blick weitet und versucht eben nicht nur eine verengte ökonomische Analyse zu machen, sondern es weit fasst, die gesamte Gesellschaft mit einschließt, auch begreift, dass Präferenzen zum Teil sozial konstruiert sind und sowas. Das haben wir alles bei ihm und das tut uns heute auch Not.
Wichtig ist mir persönlich zu sagen, dass Smith kein Ideologe war. Er war ein Liberaler, aber er war eben ein Liberaler, der moderat war und der seine Gesellschaft reformieren wollte und nicht komplett auf den Kopf stellen. Er war kein Revolutionär und er hielt auch nicht an einem Dogma fest, sondern er orientierte sich eigentlich immer daran, ob eine Institution oder eine politische Maßnahme oder was auch immer zweckmäßig ist, ob sie zweckmäßig war in Bezug auf das Ziel, das er hatte, nämlich den Wohlstand der Nationen zu befördern in Wealth of Nations. Oder wenn ich auf die Theory of Moral Sentiments schaue, dann geht es darum, ob etwas zweckmäßig ist, um den Zusammenhalt und die Stabilität der Gesellschaft im Rahmen ihrer Normen zu sichern. Das ist eigentlich das, was ihn vielleicht nicht zum Pragmatiker macht, aber eben zum Realisten und zu jemandem, der auch mit zweitbesten Lösungen ganz gut leben kann. Der weiß, dass der Mensch nicht vollkommen ist und dass seine Lösungen auch nicht vollkommen sein werden. Und der uns sagt, das ist auch nicht so furchtbar schlimm. Er arbeitet anreiztheoretisch. Er hat immer wieder Beobachtungen, von denen wir heute sagen, das sind unintended consequences oder unbeabsichtigte Nebenfolgen. Auch das ist etwas, was uns oft aus dem Blick gerät und deswegen wichtig ist. Er guckt auf Ausgewogenheit. Und ihm ist klar, dass was auch immer man theoretisch herleitet, in der Anwendung immer sehr davon abhängt, in welchem Zusammenhang man sich befindet und auch in welcher historischen Situation. Die Maßstäbe, die er erfindet, sind immer Messlatten für die aktuellen Probleme, aber die Empfehlungen, die er gibt, die sind schon sehr historisch kontingent. Und insofern darf man jetzt nicht hingehen und einfach seine Empfehlungsliste zusammenstellen und sagen, das geht auch für heute. So einfach geht es nicht. Ja, Freiheit ist für ihn ein Wert, ein ganz großer Wert der Gesellschaft, neben Gerechtigkeit und Gleichheit. Und er denkt Freiheit als Unabhängigkeit. Aber damit wieder die historische Kontingenz, wie die Unabhängigkeit herzustellen ist und was es institutionell dafür braucht, das ist wieder ein bisschen vom historischen Kontext und den politischen Verhältnissen abhängig. Insofern kriegen wir auch da keine abschließenden Antworten, aber eine Methodik. Das kann man von Smith lernen und man muss vor allem sehr vorsichtig und sehr präzise sein. So, das war's erstmal. Ich glaube, ich habe meine Zeit schon ganz leicht überschritten und höre hiermit auf und stoppe die Freigabe. Und damit darf ich übernehmen. Guten Abend allerseits. Ich bin Stefan Poloff und darf jetzt das Gespräch zu diesem faszinierenden schottischen Denker eben mit Karen Horn für Sie führen. Bevor ich anfange, ermuntere ich Sie nochmal, in die F&A-Funktion Ihre Fragen zu schreiben. Ich werde also selber Fragen stellen und immer wieder abwechselnd auch Ihre Fragen einbauen. Liebe Karen, ganz herzlichen Dank. Das war intensiv. 20 Minuten haben wir jetzt viel gelernt. Meine erste Frage ist eine ganz knappe. Wenn du in wenigen Worten beschreiben willst, was Adam Smith, wo genau der Zauber von Adam Smith liegt. Was verzaubert auch jemanden wie dich, 300 Jahre danach, sich immer noch mit diesen Weltsachen und immer noch mit diesem Menschen zu beschäftigen? Was ist das Zauberhafte an ihm? Ich glaube, das sind vor allem zwei Sachen. Das eine ist, dass er so unglaublich plastisch schreibt, dass man immer das Gefühl hat, man kann sich darin wiedererkennen. Also er ist sehr direkt. Seine rhetorische Methode macht ihn einfach zu einem, den man gerne liest. Und das andere ist, dass er einem immer wieder irgendwelche Knacknüsse aufgibt. Und daran kann man, es gibt Scholars, die machen, also Wissenschaftler, die sind reine Smith-Scholars und die machen ihr ganzes Leben nichts anderes. Weil er versucht hat, eben ein universelles System zu schaffen, das alles abdeckt, hat er sich auch in alle möglichen Richtungen abgesichert und man kommt da nicht immer mit. Und das ist wie ein Puzzle, das man lösen möchte. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man erstmal mit angefangen hat, kann man nicht gut wieder aufhören. Wunderbar. Spannend. In dem Essay, der im Chat gepostet wurde, den du in der heutigen NZZ hast, geht es auch um diese Smith-Renaissance, die wir seit einigen Jahrzehnten haben. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wie kommt, also Geschichte des ökonomischen Denkens ist ja etwas, was wenige Menschen betreiben und auch
allerdings dann eben auch in verschiedenen Fächern. Wie kam es zu diesem Schub an neuem Interesse in den letzten Jahrzehnten? Ja, das ist wirklich ganz interessant, sich anzuschauen. Es ist nicht die erste Renaissance. Es gab auch früher schon Renaissancen der Smithschen Forschung. Und natürlich war das Auffinden dieser Vorlesungsmitschriften dafür ganz wichtig, weil man sich da eben neuen Aufschluss erhoffte und auch fand. Also das war natürlich ein Riesenboost. Erstmal Ende des 20. Jahrhunderts, nein, sorry, Ende des 19. Jahrhunderts und dann Mitte des 20. Jahrhunderts nochmal. Aber es gibt auch sowas wie Reaktionen in der wissenschaftlichen Diskussion und die haben auch jeweils nochmal zu so einem Aufwallen geführt. Also was bekannt ist, relativ breit bekannt, denke ich, ist die Tatsache, dass die historische Schule der Nationalökonomie mit Smith gehadert hat und einer ihrer Ansatzpunkte wurde mit dem Auftauchen dieser Vorlesungsmitschriften zerschossen, nämlich sie sagten, er war eigentlich kein Ökonom und er wurde erst durch den Einfluss der bösen Franzosen zum Ökonomen und hat dann irgendwie so das moralische Denken an der Garderobe abgegeben. Er hat schon ökonomisch nachgedacht, bevor er in Frankreich war und diese Vorlesungsmitschriften belegen das. Aber das ist nicht das einzige Thema gewesen, sondern das andere Thema war, inwieweit eben diese beiden Aspekte seines Werkes miteinander kompatibel sind. Und nachdem die historische Schule da so ihn angegriffen hat, gab es eine Welle der Forschung, die dann angefangen hat zu zeigen, wo die Verbindungen sind, wo die Parallelen sind, wieso es sich organisch ergänzt. Und genau so was Ähnliches gab es dann ja ein Jahrhundert später auch nochmal. Die uns sehr nahestehenden Ordoliberalen hatten auch ein Problem mit Adam Smith, weil sie meinten, er vertraut zu viel auf die göttliche Vorsehung und auf die natürliche Ordnung. Und auch das hat eine Gegenreaktion provoziert. Und so kommt es sozusagen im wissenschaftlichen Gespräch immer mal wieder zu einer Renaissance. Und was ich in den letzten Jahren, also jetzt an dieser jüngsten Renaissance-Welle besonders schön finde, ist, dass sie wirklich in einem ungewöhnlichen Maße interdisziplinär ist. Also die Ökonomen, die den Smith immer nur mit dem Wealth of Nations verbunden haben und den Rest entweder ausgeblendet haben oder ihn nicht verstanden haben, die sind ein bisschen still geworden. Jetzt sind die Philosophen, die Politikwissenschaftler und die Soziologen und Historiker am Werk. Und das ist wahnsinnig gut, was die machen und unheimlich interessant. Und man entdeckt Smith nochmal neu, wenn man sich auf deren Diskussion einlässt. Danke. Ich nehme jetzt zwei Fragen aus dem Publikum. Die letzte Frage, die gestellt wurde von Sebastian Heckler, ist, ich lese es vor, könnten Sie bitte das Prinzip der unsichtbaren Hand auf der Basis des Mitchell-Systems kurz erläutern? Welche menschlichen Verhaltensweisen sind zum Verständnis besonders wichtig? Also diese mythische, mystische Metapher, die wir so oft mit Smith verbinden. Was könntest du uns dazu sagen? Und dann lese ich die zweite Frage nochmal. Sehr gerne. Ja, also diese Metapher von der unsichtbaren Hand ist nach meinem Empfinden eine völlig überschätzte Metapher. Und das ist wirklich ein Pech, dass ausgerechnet die hängen geblieben ist und dass man so glaubt, die unsichtbare Hand ist das, was das, also wenn wir es mal an unserem Titel hier für unsere Veranstaltung heute ausrichten wollen, was also den Eigennutz transformiert in das Gemeinwohl. Das steht so nicht bei Smith und auch das eine Mal, wo er zumindest in Wealth of Nations diese Formel benutzt, geht es da nicht wirklich drum, sondern er lässt das so nebenbei fallen und es geht darum zu zeigen, wie es eine, in einem speziellen Fall, eine unbeabsichtigte Nebenfolge individuellen Handelns ist, die dazu führt, dass in dem Fall ist es ein Kaufmann, der im Ausland investiert und man sagt sich, der wird nicht zu sehr im Ausland investieren, weil er aus Eigeninteresse dafür sorgt, dass er im Inland bleibt, weil da einfach die Sicherheit seiner Anlagen größer ist. Und insofern tut er auch was für sein Land. Das ist so die Nebenfolge. Es gibt da natürlich eine Harmonie, aber Smith schreibt, die gibt es häufig, aber es gibt sie nicht immer. Und in dem Fall gibt es sie, aber es ist für ihn nicht das Prinzip, das alles steuert. Da in der Hinsicht ist sie eben wirklich vollkommen überschätzt. Das Modell, das er entwickelt im Wealth of Nations und die menschlichen Verhaltenszüge oder Wesenszüge, die habe ich eben, glaube ich, schon so ein bisschen beschrieben. Er geht im Wealth of Nations genauso wie in der Theory of Moral Sentiments davon aus,
dass wir was haben, was uns selbstorientiert macht und etwas, was uns auf den anderen orientiert macht. Im Wolf of Nations ist das Ich-orientierte unser Eigeninteresse. Und das dahinter steht im Grunde die Eigenliebe aus der Theory of Moral Sentiments. Die haben wir. Und wir haben die Nächstenliebe, die macht uns zum sozialen Wesen, die richtet uns auf andere Leute aus. Und wir müssen zusehen, dass das irgendwie eine Balance findet. Wenn die Eigenliebe zu groß wird, also wenn wir nur noch unser unmittelbares Eigeninteresse verfolgen, dann werden wir zum Egoisten. Und über die Egoisten schimpft er ohne Ende. Also das ist überhaupt nicht die Grundlage seiner Theorie, sondern seine Theorie ist, dass wir diese Tendenzen in uns in Balance bekommen, gerade durch die Interaktion mit anderen. Und dass dann wir einerseits erstmal was Gutes für uns tun und in vielen Fällen, weil wir wirtschaften, eben auch das Schwungrad der Wirtschaft in Gang kommt und dann auch für die Allgemeinheit was dabei entsteht, was wir aber gar nicht mitbedenken. Wenn man die Metapher benutzen will, dann ist das dieser Prozess, dass es diese Nebenfolgen des individuellen Handelns gibt, die günstig sind und dürfen wir aber keine übertriebene Eigenliebe oder einen übertriebenen Eigennutz haben, sondern das muss in Schach gehalten sein von den Institutionen des Marktes, was jetzt die wirtschaftliche Sphäre angeht und andererseits aber auch von unserer moralischen Interaktion mit anderen Menschen, unserem Gewissen und den Gesetzen. Das ist alles immer als Einheit zu denken. Also man muss, finde ich, was die unsichtbare Hand angeht, sehr abrüsten. Ich versuche, wenn es geht, sie immer gar nicht erst zu erwähnen, weil man damit Smith in einen Automatismus zwängt, der bei ihm überhaupt nicht steht. Also ganz im Gegenteil, er weiß, dass es nicht immer gelingt, die Eigenliebe runterzufahren und einzudämmen. Und er versucht immer, sich auch gerade die Fälle herauszupicken, wo es nicht gelingt. Und da kritisiert er die Politik, die Kaufleute und so weiter, die Monopolisten. Also er weiß, dass wir nicht perfekte Menschen sind. Wunderbar. Kommen wir zu der Rezeption von Smith. Wir haben eine Frage im Chat. Das war die allererste Frage. Inwieweit ist es, also wir machen erstmal die Rezeption im ökonomischen Denken und dann seine praktische Rezeption und Relevanz. Die Frage ist, inwieweit ist nicht aufgrund des Smithschen Empirismus dann doch David Ricardo als Systematisierer des ökonomischen Denkens zu interpretieren? Das heißt, eben die Frage, Gründungsvater der VWL, wie kann man dazu stehen? Also was war genau sein Platz? Ich meine, du hast ja gesagt, er hatte systematisiert und damit akademisch studierbar gemacht oder salonfähig gemacht sozusagen. Aber dann beginnt natürlich die Klassik und so weiter und so fort. Also wie kann man über seine Wirkungsweise und seine Relevanz für die späteren Generationen, vielleicht auch einschließlich Marx, etwas sagen. Ganz kleiner Bogen. Ganz kleiner Bogen, ja. Also erstmal, Smith ist ja nicht nur Empiriker. Smith benutzt empirische Beobachtungen und historische Beispiele zur Prüfung seiner Theorie. Also er kommt mit einer Theorie an, misst die an der Realität. Und die Realität ist, wie gesagt, zu großen Teilen eine historische, nicht nur, aber zu großen Teilen. Und daraus leitet er nachher politische Empfehlungen ab. Diesen Dreiklang kennen wir eigentlich bis heute. Insofern ist die Tatsache, dass er mit Anschauung, vielleicht ist das das bessere Wort, arbeitet, nichts, was ihn nicht auch zu einem Theoretiker gemacht hätte. Das Bleibende bei ihm ist, denke ich, genau das. Das ist die Theorie. Und die Theorie folgt diesen groben Linien, die ich versucht habe zu zeichnen. Aufgrund der beiden Antriebe, die wir haben, werden wir im Wirtschaften ziemlich schnell auf das Phänomen der Arbeitsteilung stoßen, weil wir nämlich unser Los verbessern möchten und gleichzeitig aber eben auch mit anderen Menschen ökonomisch kommunizieren wollen, werden wir einsehen, dass es sinnvoll ist, nicht alles selber zu machen, sondern uns zu spezialisieren und mit anderen uns die Arbeit zu teilen. Und so kommt dann ein dynamischer Prozess der Produktivitätssteigerung in Schwung. Da hängt sich dann alles Mögliche dran. Also dann haben wir den Faktor Arbeit schon berücksichtigt, aber dann kommt das Kapital als Produktivitätsverstärker hinzu. Es braucht den Boden und so weiter. Und diese ganze ökonomische Theorie rollt er auf, also stellt sie uns hin. Und das ist Theorie. Und wie gesagt, er
prüft das immer ab an dem, was er aus der Anschauung kennt. Aber das ist Theorie. Und insofern denke ich, ist es schon richtig zu sagen, dass er da systematisiert hat. Und er hat nicht nur systematisiert, sondern er hat eben, indem er dieses Prozesshafte, dieses Dynamische beschreibt, eben auch eine ganz eigene Theorie geschaffen. Er hat nicht nur was zusammengetragen. Und Ricardo systematisiert vielleicht noch weiter und ist im Analytischen vielleicht an der einen oder anderen Stelle präziser, aber ihm geht so dieses prozesshafte, dynamische Denken verloren. Man sagt ja immer, Ricardo hat den komparativen Kostenvorteil gefunden, der den Außenhandel erklärt, warum er ertragreich ist und bis zu welchem Punkt. Das tut er deswegen, weil er fragt, bis zu welchem Punkt Außenhandel lohnend ist für Länder. Und diese Länder sind erstmal ungleich. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten oder unterschiedliche, schon vorfindliche wirtschaftliche Spezialisierungen. Bei Smith ist das anders. Er geht als Philosoph erstmal von einer Gleichheit auch der Länder aus, nicht nur der Menschen, sondern auch der Länder, um einen dynamischen, sich selbst tragenden, dauerhaften Prozess zu beschreiben. Er ist an der Dynamik interessiert. Das finden wir so woanders nicht. Insofern würde ich sagen, es fehlt ja wie immer, es ist alles wertvoll, aber der Erste, der das so gemacht hat, ist tatsächlich Smith. Er hat den großen Wurf gelandet. Er ist nicht das Ende der ökonomischen Geschichte. So, und wenn der Bogen dann hingespannt wird bis zu Marx, da denkt man natürlich immer an die Arbeitswertlehre und überhaupt die Wertlehre. Smith wird da nicht ganz rund mit. Also erstmal ist er vielleicht zu sehr auf den Faktor Arbeit an der Stelle fokussiert. Das hat was damit zu tun, dass er zur Wertbestimmung die Arbeit als numerär verwendet, wenn man mathematisch sprechen will. Und dadurch wird das Ganze zirkulär. Und insofern hat er da an einer Stelle, ist noch nicht richtig durchdrungen. Das haben dann später andere geschafft und es war ganz sicherlich nicht Marx, aber der hat es eben auf seine Weise gelöst und die österreichische Schule mit Karl Menger hat es dann später anders gelöst. Aber so ist wissenschaftlicher Fortschritt. Man entwickelt etwas und das wird dann nachvollzogen, falsifiziert und dann weiterentwickelt und so ist es ihm auch passiert. Das war eben noch nicht ganz fertig. Wunderbar. Über das Adam Smith-Problem hast du schon gesprochen. Das heißt, diese eigenartige deutsche Rezeption, deswegen überspringen wir das vielleicht nochmal, weil erfreulicherweise im Chat auch vieles zusammengekommen ist. Eine Frage von mir wäre, wie kann man die praktische Relevanz von Smith deuten in den Jahrzehnten, sagen wir, nach seinem Tod? Du hast gesagt, er hat sein Buch geschrieben oder seine Bücher besonders eben die Wealth of Nations als etwas, was sich an die Öffentlichkeit richtet, aber eben besonders an Staatsmänner und sozusagen Leute, die eben eine Regierungsaufgabe haben. Es gibt ja dieses etwas eigenartige Narrativ, Smith hat den Kapitalismus entfesselt oder Smith hat die industrielle Revolution beflügelt. Was kann man über diese Transmission von seinen Ideen in praktische Köpfe sagen? Du hast Preußen ganz kurz erwähnt. Also wurde er gelesen, wurde er rezipiert und hat in der Tat eben das 19. Jahrhundert im praktischen wirtschaftspolitischen Sinne von ihm so profitiert, wie wir es manchmal einfach mal so sagen. Ja, also er war enorm wichtig, würde ich sagen, politisch. Aber wie das immer so ist, wenn ein Werk stark rezipiert wird und das wurde es und nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen, dann besteht auch immer die Gefahr, dass es dann benutzt wird und dann auch trivialisiert, verkürzt und vielleicht auch entstellt wird. Und das, denke ich, ist bei ihm schon so passiert. Also die Aufklärung als eine breite Bewegung der Vernunftorientierung hat das natürlich gerne aufgegriffen und eben auch die Politik. Preußen habe ich in der Tat schon gesagt, aber die hatten auch eigene Denker, aber trotzdem war Smith da sozusagen eine Unterstützung. In Amerika war er natürlich wahnsinnig wichtig, 1776, ganz klar, ne? Unabhängigkeit, nicht nur Wealth of Nations veröffentlicht, sondern auch Declaration of Independence.
Und die Founding Fathers haben sich unheimlich interessiert für Smith, haben das natürlich alles gelesen und die konnten es auch ohne Übersetzung lesen. Das war auch ein Vorteil. Das heißt, sie hatten es gleich und verlässlich zur Verfügung. Und sie haben damals auch noch sowohl die TMS, die Theory of Moral Sentiments, als auch den Wealth of Nations rezipiert und versucht wirklich praktisch anzuwenden als Kunst aufgeklärter Staatsführung. Und also ich habe in einem anderen Text ein Beispiel genannt, das ich irgendwie so tragisch finde, dass ich es auch jetzt ganz gerne nochmal zitiere. Ich finde, es ist sehr aussagekräftig. In der Zeit vor den Sezessionskriegen in Amerika, also dann doch ein bisschen später noch, da beriefen sich die Südstaaten ganz stark auf Smith wegen seiner Freihandelslehre. Also die Arbeitsteilung mündet irgendwann, also kommt irgendwann an Landesgrenzen und dann ist der nächste logische Schritt natürlich, dass man auch den Handel frei macht zwischen den Staaten. Und die Südstaaten in Amerika, die lebten sehr stark vom Handel und deswegen beriefen sie sich auf Smith und machten ihn sozusagen zu ihrem Maskottchen. Die Nordstaaten, die sich mit den Südstaaten im Konflikt befanden, fanden das überhaupt nicht gut, und zwar wegen der Sklaverei. Die Südstaaten machten ihre Handelsgewinne auf den Rücken der Sklaverei, auf dem Rücken der Sklaven. Und insofern wurde Smith genau aus diesem Grund dort zum Sündenbock. Also dort war er, im Norden war er verrufen, im Süden war er beliebt, im politischen Diskurs. Und irgendwann hat keiner mehr das Buch aufgemacht, den Wealth of Nations oder die Lectures on Jurisprudence oder sonst irgendwas, um mal zu gucken, was Smith eigentlich über die Sklaverei sagt. Und dann hätte man gewusst, dass er das dann schlimm findet, sowohl moralisch als auch ökonomisch. Aber es ging dann schon nicht mehr um ihn. Und wie gesagt, das ist bei Klassikern, glaube ich, häufig so. Und es kommt bei Smith sozusagen erschwerend oder erleichternd, wie man will, hinzu, dass er eben so zugänglich schreibt. Man kann ihn wirklich verstehen. Also es ist kein Hegel, kein Heidegger, wenn man noch später gucken will, sondern man kann den ganz normal lesen. Und das haben die Politiker eben auch gemacht und sich dann rausgepickt, was sie gebrauchen konnten. Und im Grunde ist das bis heute so Usus. Und das ist im Grunde die Krux seines guten Schreibens und seines Erfolges. Aber deine Frage war ja, wie entscheidend er war für die Marktwirtschaft und das aufstrebende kapitalistische Denken. Ich glaube, er war ganz entscheidend, weil er eben die theoretischen Argumente geliefert hat, mit der Spezialisierung, mit dem Abschaffen von Privilegien für die Stände. Also bin ich wieder bei Preußen, das preußischen Ständestaat zu einem modernen Industriestaat umgebaut werden konnte mit Hilfe der Reformer. Das ist genau das Denken. Mhm. Und dafür gab es einfach einen Humus und er lieferte die Wissenschaft dafür, die belastbare Wissenschaft. Wunderbar. Ich nehme zwei Fragen zusammen, weil sie auch zusammenpassen. Die erste Frage ist von Michael Wohlgemuth. Warum haben die Freiburger Ordoliberalen den schottischen Liberalismus eher als Antagonist gesehen, falsch verstanden oder strategisch in den 30er Jahren genutzt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage von Tim Pedersen. Inwieweit lässt sich das Smithsche System geistesgeschichtlich als Deismus, wie es Rüstow formuliert, oder auch als Stoizismus, wie es Hans Nutzinger interpretieren? Das sind zwei Fragen, die würde ich ganz gerne trennen, sonst vergesse ich, was Sie sagen. Okay. Also erstmal die Ordoliberalen. Die Ordoliberalen und ob das Strategie war. Das ist ja wirklich auffällig. Sie sind inhaltlich in dem, was sie wollen, so nah an Smith. Also mit der Betonung der Rolle der Institutionen, der starken Aufgabe des Staates, der Wichtigkeit von Regeln, Rechtsstaat, Gewaltenteilung in der Politik. Diese Trennung der wirtschaftlichen von der politischen Sphäre, also dass sich das nicht so miteinander verbinden darf, das ist ja ein ordoliberales Programm. Und genau das findet man in Smith. Also es ist eigentlich so nahe dran, dass man gar nicht sieht, wo da was die entzweien könnte. Ich glaube, was ein Problem war, das ist eben diese Überlieferung aus der historischen Schule, die meinte, da steht irgendwie ein bisschen absurder Glauben dahinter. Und da sind wir dann vielleicht beim Stoizismus und beim Deismus, der von Tim Pedersen genannt wurde. Und die Ordoliberalen hatten da ein anderes, auch protestantisches, aber eben doch sehr, sehr anderes
Denkschema. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich entscheidend war. Ich denke, was da hinzukommt, ist tatsächlich der Moment in der Geschichte und das Argument, das man pushen will. Und da war es dann einfach zu sagen, Adam Smith gleich laissez-faire, gleich Ordnungslosigkeit und das Gefühl, dass der Markt auf sich selbst gestellt schon die besten Resultate produziert. Das tat zwar dem Adam Smith Unrecht, aber das war eigentlich nicht so wichtig. Wichtig war, dass sie ihre Message machen konnten, dass es einen Ordnungsrahmen braucht und dass man dabei das Ethische mitbedenken muss. Wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie sich dazu auf ihn berufen hätten, statt ihn sozusagen zum Sündenbock aufzuziehen. Aber das war nun mal so. Und meine letzte Erklärung dafür ist, dass sie seiner Religiosität nicht so richtig auf die Spur kamen und dass ihnen das als irgendwie verkappt heidnisch dann doch suspekt war. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie... Ja. Letztlich weiß er das nur selber und er hat das Wissen mit ins Grab genommen. Die zweite Frage zum Deismus und zum Stoizismus. Die Vorstellung, die sich mit Deismus da verbindet, ist die, dass er davon ausgeht, Gott hat die Welt geschaffen, also die Schöpfung hingestellt, und die ist erstmal in sich stimmig, und jetzt ist der Mensch aber gefordert, damit was anzufangen und dafür zu sorgen, dass das Ganze auch so läuft, wie es nach dieser Ordnung, die Gott geschaffen hat, eigentlich laufen kann. Gott greift nicht mehr ein. Und je nachdem, welcher religiösen Prägung man anhängt, findet man das sympathisch oder nicht sympathisch. Was die Ordoliberalen daran unsympathisch fanden, war erstmal dieses relative Ausblenden von Gott im laufenden Prozess, aber dann andererseits auch die Annahme, dass das, was dasteht, erstmal als in sich natürlich zu denken ist und als solches harmonisch, weil das nämlich zu dem Gedanken verleiten könnte, man muss nichts mehr tun, sondern die Dinge fallen von selbst an den richtigen Ort. Aber das schreibt Smith nicht. Dazu muss man ihn einfach lesen, um zu sehen, dass er zumindest diesem Bild, wenn man das mit Deismus verbinden will, nicht entspricht. Der zweite Punkt, den Rüstow und Röpke sehr häufig bringen, ist er eben mit seiner Verankerung im Stoizismus. Aber auch das ist nicht ganz fair. Smith bezieht sich in seinem Werk auf alle möglichen Philosophen. Die Stoa hat einen großen Anteil daran, aber er kritisierte sie auch sehr stark wegen ihrer oder wegen der Gefahr, dass sie verleiten könnte zur Passivität. Insofern ist er ganz weit von ihr entfernt, indem er eben sagt, wir sind dazu aufgerufen, dieses Werk, was uns dahingestellt ist, mit Leben zu füllen und dafür zu sorgen, dass es läuft. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Und wie gesagt, da ist er eigentlich genau bei den Ordoliberalen, und er bedient sich eben auch nicht nur der Stoa, die er übrigens auch über die Römer vermittelt bekommt und nicht direkt rezipiert, sondern immer über den römischen Bypass. Sein Gerüst im Hintergrund ist viel breiter, und letztlich kann man ihn noch am ehesten mit den jüngeren Verwandten im Geiste assoziieren. Das ist sein Lehrer Francis Hutcheson und sein Freund David Hume, aber auch von den beiden rückt er ab und entwickelt deren Theorien weiter. Also er ist schon nicht die Kopie und nicht der Abklatsch von irgendwem anders, sondern er hat viele Elemente aufgegriffen, um etwas Eigenes zu schaffen. In deinem NZZ-Essay schreibst du, er ist moderater, realistischer und egalitärer, als wir denken. Über moderater und realistischer hast du schon etwas gesagt. Sag uns vielleicht etwas zum Egalitär. Also was ist, du hast gesagt, Freiheit ist wichtig, aber daneben gibt es die Gerechtigkeit und die Gleichheit. Wie kann man das verstehen? Was hat die neue Forschung dazu zutage gebracht? Also in der neueren Forschung gibt es schon auch so die Tendenz, ihn sozusagen zum Sozialisten oder mindestens zum Sozialdemokraten umzudeuten. Das, glaube ich, funktioniert nicht wirklich. Also das ist, wir bringen alle unsere Biases mit, wenn wir Klassiker lesen, aber das geht sicherlich zu weit. Aber was, glaube ich, ziemlich einwandfrei erwiesen ist mittlerweile, ist eben dieses Grundverständnis, dass er als Systembauer, der er ist, versucht, etwas Dynamisches herzuleiten, und um das rein technisch machen zu können, geht er erstmal von
gleichen Menschen, gleichen Ländern und immer von dem Zustand einer natürlichen Gleichheit aus. Das hat er zwar von den Stoikern, da haben wir die wieder, aber es erfüllt bei ihm vor allem einen technischen Zweck, eben eine, es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, weil die Menschen ungleich sind, macht der eine das, was er vorfindlich schon gut kann und der andere, was er vorfindlich anderes gut kann. Sondern er denkt uns immer erstmal als Gleiche und leitet daraus etwas ab, was dann einen dynamischen Prozess ergibt. Und das ist insofern ein analytisches Instrument. Und insofern muss man jetzt nicht sagen, das geht weiter. Aber es geht bei ihm weiter. Es hat auch auf jeden Fall eine moralische Komponente und die findet sich am deutlichsten vielleicht verdeutlicht in seinem, am klarsten verdeutlicht in seiner Figur des unparteiischen Beobachters. Das ist die zweite Instanz unserer moralischen Urteilsfindung. Also wir bekommen von anderen Leuten den Spiegel vorgehalten für unser Tun, aber wir reden auch sozusagen ab und zu mit uns selber, mit unserem Gewissen, indem wir einen Schritt zurücktreten. Und das hat jeder. Zumindest mehr oder minder stark ausgebaut, aber jedenfalls, dass es diesen Impartial Spectator gibt, das verbindet uns und stellt uns auf einen Rang der Ebenbürtigkeit. Man kann, wenn man das christlich interpretieren will und nicht auf die Stoa zurückgreifen will, die das auch schon hat, dann kann man da die Gottesebenbildlichkeit des Menschen drin erkennen. Das ist die gleiche Basis, die erstmal eine Gleichheit etabliert, die eine moralische Aussage trifft. Es geht darum, dass alle Menschen den gleichen moralischen Wert haben. Das ist bei ihm ganz stark. Gibt aber auch noch eine dritte Komponente, die wahrscheinlich so manchen unter uns gar nicht so gefällt, aber das ist tatsächlich eine materielle. Er ist sehr daran interessiert, das Los der Armen und Schwachen zu bessern. Ein Weg dazu ist, Privilegien abzuschaffen der Reichen, die dafür sorgen, dass die Armen in der Armut festgehalten werden. Und das andere ist natürlich überhaupt dieser selbsttragende Wachstumsprozess, an dem sie dann auch partizipieren können sollen. Das ist ein. Aber er kennt auch sowas wie progressive Besteuerung und das Leistungsfähigkeitsprinzip und die Staffelung von öffentlichen Gebühren, die so sein sollen, dass die Armen weniger zahlen und so. Also wir haben klassisch redistributives Denken bei ihm auch. Das ist nicht so wahnsinnig stark und es hat immer eine Begrenzung dadurch, dass er eben diesen wirtschaftlichen Prozess nicht hindern will. Also das ist im Grunde die Maßgabe, die er trifft. Alles, was wir politisch machen, muss letztlich noch zweckdienlich sein, um diesen Prozess, der Wohlstand für alle schafft, ich sehe Ludwig Erhard im Hintergrund, um den voranzutreiben und ihn nicht zu unterbinden, ihn nicht zu stören. Wir dürfen nichts tun, was ihn wirklich in seiner Funktion zerbricht. Und bis dahin können wir eine ganze Menge machen und wir haben auch moralische Pflichten, eben die Armen mitzunehmen. Das ist bei ihm sehr, sehr stark. Ich lese zwei Fragen vor und du entscheidest, ob sie zusammenpassen. Ich glaube, dass sie es tun, aber das sehen wir gleich. Tim Herten schreibt: Was kann die heutige Politik angesichts des omnipräsenten Spannungsfeldes Markt versus Staat von Smith lernen? Und Peter Bausch schreibt: Anreize schaffen, um Wohlstand für alle zu ermöglichen. Ist es heute noch möglich, da doch schon eine Balance der Individualität und Gemeinwohl sich nicht wirklich gesellschaftlich herstellen lässt? Oder? Also, fangen wir mal an mit Markt versus Staat, jetzt brauche ich aber das Framing der Frage nochmal. Sorry, ich gucke mal gerade um. Das omnipräsente politische Spannungsfeld, Markt versus Staat. Ja. Was man da lernen kann, ist, denke ich, einerseits, dass man, fange den Satz nochmal an. Smith ist für mich wirklich der Meister der Suche nach Balance. Und das, denke ich, kann man mitnehmen von ihm, dass es natürlich wichtig ist, den marktlichen Prozess intakt zu halten und laufen zu lassen und ihn eben nicht so zu drangsalieren, dass er seine Früchte nicht tragen kann. Aber gleichzeitig braucht es den Staat. Also man sollte aufhören, da einen Gegensatz zu sehen, sondern man sollte sich, denke ich, das Mischen Ansatzes befleißigen, der den Staat als
Garanten des Marktes im Interesse des wirtschaftlichen Fortkommens aller sieht. Also Markt und Staat nicht als Gegensätze, sondern als etwas, was auf verschiedenen Plattformen unserer gesellschaftlichen Interaktion Institutionen sind, die aufeinander abgestimmt sein müssen und die wir nicht ständig gegeneinander ausspielen sollten. So, und wenn es dann um die konkrete Anwendung geht, dann brauchen wir praktische Fälle und dann müssen wir in den praktischen Fällen genau das machen, was Smith tat, nämlich hingehen und uns angucken, was ist Sache. Und haben wir jetzt eine Arbeitsmarktregulierung oder was auch immer, was, wir haben, jetzt gibt es nicht mehr Hartz IV, aber eine Zeit lang haben wir natürlich von den Hartz IV-Karrieren gesprochen und auch von der Vererbbarkeit von Hartz IV-Karrieren. Ne? Wenn wir Anreizsysteme schaffen durch den Staat, die dazu führen, dass Menschen in solche Teufelskreise reinkommen, aus denen sie auch nicht mehr rausfinden, dann macht der Staat was falsch. Dann macht er nicht notwendig zu viel, aber er macht was falsch und muss da eben justieren. Und wenn er den Markt völlig aushebelt, wie es in anderen Kontexten der Fall ist, dann ist es auch nicht richtig. Also wir müssen immer nach Balance suchen und Smith ist derjenige, der uns dazu anhält, das uns nicht zu leicht zu machen, sondern eben mit Hilfe der Wissenschaft zu ergründen, was jeweils das Problem ist und wie man es beheben könnte. Die zweite Frage, da ging es um Anreize schaffen dafür, dass Wohlstand für alle zu ermöglichen. Genau. Was heute noch möglich ist. Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, ob die Frage nicht darauf abhebt, dass das Individualinteresse oftmals so losgelöst ist vom Gemeinwohl, dass es dann eben nicht in eine Harmonie und nicht in eine Balance zu bringen ist. Das ist in der Tat so, aber ich frage mich schon oft, ob wir nicht ganz gute oder man kann auch sagen, resiliente gesellschaftliche Mechanismen haben dafür. Also immer wenn ich wieder Sie wissen vielleicht, ich lebe in der Schweiz. Wir hatten hier gerade den Zusammenbruch einer Großbank, die vom Staat gerettet werden musste. Die Diskussionen, die dann jeweils losgehen darüber, wie Banker sich da fehlverhalten hatten, wie viel Geld in die eigenen Taschen wanderten, wie überzogen die Boni-Systeme waren und so weiter. Das ist richtig. Das finde ich sind Diskussionen, die unseren Blick zwar auf das Phänomen Markt erstmal eine Weile lang beschädigen, aber die dazu führen, dass wir mit besserer Regulierung, besseren Institutionen dafür sorgen, dass es vielleicht in Zukunft ein bisschen besser wird. Und insofern, ich glaube, immer wenn was schief läuft, merken wir das ja. Und wir versuchen, damit politisch umzugehen. Mal heißt das, was besser machen, mal heißt es, was mehr machen, mal heißt es, was weniger machen. Aber jedenfalls, diese Diskussionen führen wir miteinander. Und insofern glaube ich auch nicht, dass ein außer Rand und Band geratenes Eigennutzstreben sozusagen die durchgängige Position ist, die man in der Wirtschaft und auf dem Markt beobachtet, sondern es gibt es immer mal wieder und die Leute kriegen auch ab und zu mal was auf die Mütze. Und so kommt zwar nichts Perfektes raus, aber Smith ist der Erste, der weiß, etwas Perfektes ist auch sowieso nicht möglich. Es geht darum, etwas Tragfähiges zu schaffen. Oh Gott, ja, und ich würde mal sagen, tragfähig ist unser System. Also wir stehen ja nicht so schlecht da und haben von diesem Mischmasch und immer wieder neu austarieren die letzten, sagen wir mal, 200 Jahre vergleichsweise gut gelebt. Das passt gut zu dem Schwenk, den ich machen wollte, denn ich wollte so ein bisschen zurück zu ihm. Wir haben ihn jetzt relativ stark politisiert und auch über sein Erbe gesprochen, aber wie kann man sich diesen Menschen eigentlich vorstellen? Also, das, was ich gesagt habe, er fährt eben einmal auf Reisen und danach nicht so richtig und macht das so eine Art Gelehrtenwelt. Man, es ist ja überliefert von Kant, dass er irgendwie so einen Impuls von Smith bekam. Also, wie kann man sich diesen Menschen und im Kontext seiner Mitmenschen um die Zeit vorstellen, sowohl in Schottland, aber vielleicht eben auch diese, ich sag mal, internationale Gelehrtenrepublik. Von den USA hast du schon gesprochen. Wie hat das so ausgesehen, wenn man sich so in die Zeit hineinkatapultiert?
Also das, also man weiß nicht so viel über Smith, eben weil er alles Mögliche hat verbrennen lassen. Insofern haben wir nicht sehr viele Briefe. Wir haben ein bisschen Korrespondenz, aber es ist eben nicht sehr viel. Falls er Tagebuch führte, das haben wir auch nicht. Also wir haben relativ wenig. Es gab früh erste Versuche einer Biografie, aber im Grunde ist eben das Material, was wir da zur Verfügung haben, sehr spärlich. Insofern, was er für ein Mensch war, lässt sich nur wirklich sehr unsicher sagen. Also die Leute, die sich auch über seine Persönlichkeit geäußert haben, die standen ihm nahe. Und wie verlässlich das dann ist, das weiß man nicht so genau. Aber interessant ist in der Tat, in welcher Welt er sich bewegte. Und es ist völlig klar, dass er, also er war weise, aber er war trotzdem Angehöriger einer, man würde heute vielleicht sagen, privilegierten Klasse. Also es war Upper Class, sein Vater war Anwalt, er war auch Zollkommissar. Also das war schon, also es waren sehr gute Familien, sie waren nicht adlig, aber es waren sehr gute Familien, und würden gut ausgestattet. Und er genoss deswegen eben auch eine sehr gute Ausbildung. Also er hatte die gute Ausbildung in der Grundschule. Da hatte er einfach Glück, dass in seinem Ort ein guter Lehrer war. Aber alles, was dann Universität war, war natürlich dann auch schon eine gewisse Elite. Und er gewann dann nach der Zeit in Glasgow ein Stipendium, das ihn nach Oxford brachte. Und völlig klar, da war er dann natürlich auch nur unter lauter jungen, gebildeten, anspruchsvollen Menschen. Und das ging im Grunde auch so weiter. Also in diesen ganzen Societies und Clubs, in denen er diskutiert hatte und verkehrte. Also er war kein Eigenbrötler, wie man immer so meint, sondern er war sehr gesellig, viel unterwegs, lud sich häufig Leute nach Hause ein, die er bewirtete, und dann wurde diskutiert und alles Mögliche gemacht. Also er war sociable, wie man sagen würde, gesellig, aber er war sicherlich eben in einer bestimmten Kaste unterwegs. Das ist klar. Er hat sich aber immer interessiert für das Los der Armen und hat sich Informationen besorgt. Also das ist nicht nur historisch, sondern das ist auch real, also in seiner Zeit. Und eine ganz wichtige Quelle der Anschauung, glaube ich, war für ihn die Zeit auch, wo er seinen ehemaligen Schüler, den Herzog, beriet. Der Herzog verfügte in Schottland über große Ländereien, die er bewirtschaftete. Er war auch Teilhaber einer Bank, die dann einen spektakulären Bankrott hinlegte. Und Smith hat ihn in all seinem Tun sein Leben lang begleitet und hat dafür gesorgt, dass er im Grunde ähnlich wie der deutsche Johann Heinrich von Thünen so eine Art Mustergut da schuf und sich auf seinen Ländereien aufführen konnte wie ein aufgeklärter Staatsmann, der die Armen und seine Pächter eben nicht mehr wie Leibeigene behandelt, sondern ihnen ermöglicht, ihr Los zu bessern, zu verdienen. Die Pachten wurden ausgeschrieben, es gab Verfahren, man musste Business Models entwickeln und so weiter. All diese Dinge hat Smith sich sehr genau angeschaut, bevor er dann eben mit praktischem Rat zur Seite stand. Also er kannte das, und aus allem, was er schreibt, sieht man, wie sehr sein Herz für diese Menschen schlägt. Also er hat da unheimlich viel Empathie, und die hat er natürlich aus der Anschauung. Also er war Elite, aber er war nicht nur Elite. Er war Elite, die sich für den Rest der Gesellschaft immens interessierte und sich gut in sie einfühlen konnte. Eine letzte Frage aus dem Publikum. Michael Wohlgemuth fragt, ich habe in den letzten Tagen gelesen, Smith wäre für eine proportionale Steuer, 3 Tage später, aber eben für eine progressive. Wie ist es sozusagen darum bestellt? Das ist ganz einfach, da muss man nur nachlesen bei ihm. Und genau, er schreibt, es ist nur, also das Steuern sollen proportional sein, und es ist nur recht und billig, dass die Reichen sogar ein bisschen mehr zahlen. Ich übersetze das als progressiv. Okay. Wunderbar. Ich habe eine letzte Frage, weil wir so eben auch in den letzten 5-6 Minuten sind. Wenn wir sagen, Smith ist ja auch ein Gegenstand der Geschichte des ökonomischen Denkens, und die Geschichte des ökonomischen Denkens hat es nicht gerade sehr einfach innerhalb der Disziplin der VWL. Was würdest du sagen, könnte man von diesem
Jubiläum und auch überhaupt von dieser Smith-Renaissance lernen für die Relevanz der Geschichte des ökonomischen Denkens insgesamt. Also wie kann man Smith, wir haben ihn heute vielleicht nicht missbraucht, aber wir haben ihn in verschiedenen Aspekten instrumentalisiert. Wie könnten wir ihn jetzt ganz bewusst instrumentalisieren und sagen, wie kann man durch ihn und durch diese faszinierende Forschung, die sich ja auch in den letzten Jahren nochmal intensiviert hat, das Fach Geschichte des ökonomischen Denkens etwas relevanter machen in den Augen der Kollegen und vielleicht der Öffentlichkeit? Ja, also erstmal, den politischen Aspekt davon angeht, würde ich sagen, eben gerade wenn man es mit einem Denker wie Smith zu tun hat, der politisch wichtig war, der auch politisch viel benutzt worden ist, dann ist es eben umso wichtiger, dass man genau weiß, was er geschrieben hat und wie er argumentiert. Also man hat sozusagen als Wissenschaftler, als Volkswirt, aber nicht nur als der, weil Smith eben Volkswirt ja eigentlich nur im Nebenberuf war, hat man die Pflicht, sich mit den Quellen wirklich auseinanderzusetzen und nicht nur ein paar Zitate zusammenzuklauben. Und die Ideengeschichte kann einen das praktizieren lassen und sie kann einen eben auch Vorsicht lehren. Und die Hoffnung, die man damit verbinden könnte, aber ich bin da ein bisschen pessimistisch, ist, dass man dann eben nicht mehr so mit so Klischees arbeitet und dass dann auch politische Botschaften ein bisschen komplexer würden. Das wäre das, was man sich wünschen müsste. Und für die Volkswirtschaftslehre wünsche ich mir, dass sie sozusagen auf diesen Zug noch ein bisschen aufspringt und dadurch auch wieder gesprächsfähig noch mehr wird mit den Nachbardisziplinen, mit den geisteswissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Nachbardisziplinen. Da kommen so interessante Impulse, die über das hinausgehen, was wir, also zum Beispiel in der Ökonomie, in der Verhaltensökonomik oder so sehen. Da sagt man immer, da finden sich diese ganzen Wahrnehmungsverzerrungen, die Smith auch beschreibt, alles richtig, mit 250 Jahren Verspätung. Aber Smith ist noch interessanter, weil er uns zeigt, wo das herkommt. Also wie unser Urteil eben sozial konstruiert ist, was der Kontext ist, was eben also so einerseits der institutionelle, aber auch der historische Kontext ist. All diese Dinge brauchen wir, um Dinge besser erklären zu können. Und meine Hoffnung wäre, dass wir das eben in diesem interdisziplinären Diskurs noch ein bisschen besser lernen. Insofern sind wir jetzt in einem richtigen Smithian Moment und ich glaube, wir brauchen es jetzt auch gerade sehr besonders, weil diese ausdifferenzierten Fachgebiete bei den großen Themen dann eben doch nicht weiterkommen. Aus einem technischen Aspekt stelle ich noch eine Frage aus dem Publikum. Hagen Leyendecker fragt, ich lese es vor, was würde Adam Smith empfehlen, wenn man ihm das Problem der von Menschen gemachten Klimakatastrophe vorgelegt hätte? Welche empirischen Beobachtungen könnten für ihn bedeutsam sein? Wusste Smith von Externalitäten? Kann man das auf die Klimakatastrophe übersetzen? Ja, der Grundgedanke der unbeabsichtigten Nebenfolgen individuellen Handelns, der passt ja genau dazu. Und nochmal, für Smith sind die manchmal günstig, aber leider nicht immer. Und insofern hat er das technische Instrumentarium, um das zu bearbeiten. Aber natürlich stellt sich die Frage damals nicht so. Und insofern finden wir jetzt dazu nichts. Aber wie gesagt nochmal, wir haben das Instrumentarium dazu. Was würde er dazu sagen? Das ist so eine Herangehensweise, die ich ablehne. Und sorry, nicht, weil ich den Diskurs verweigere, sondern weil Smith in seiner Zeit schreibt und Empfehlungen abgibt, die für seine Zeit passen. Was er uns schenkt, was wir heute anwenden können, ist sein Instrumentarium, das eben beschriebene. Aber damit müssen wir selber arbeiten. Da bekommen wir von ihm keine fertigen Antworten und darum kann ich auch nicht sagen, was er heute sagen würde. Es ist eine andere Zeit. Wunderbar. Das war ein wunderbarer Schlusswort. Sozusagen sowohl die Faszination von Smith, aber auch ein bisschen Vorsicht, ihn als Patentrezept für heutige Fragen 1:1 übersetzen zu können. Damit ist mein Part vorbei und auch der von Karen Horn. Ich übergebe damit an Justus Lenz, der eben das Abschlusswort des heutigen Abends hat. Ja, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für die
wie immer interessante, kompetente und kurzweilige Moderation. Vielen Dank an dieser Stelle vor allen Dingen aber auch an Sie, Frau Horn, für die wirklich sehr interessanten Einblicke. In Ihrem NZZ-Artikel haben Sie so schön geschrieben über den unsichtbar gewordenen Adam Smith. Und ich hoffe, dass wir heute dazu beitragen konnten, dass er wieder ein bisschen sichtbarer und ein bisschen nahbarer geworden ist. Auch vielen Dank an Sie alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das freut mich außerordentlich, dass wir einen kleinen Nerv mit unserer heutigen Diskussion zu Smiths Werk getroffen haben. Ich kann für mich sagen, ich habe im Studium Theory of Moral Sentiments and Wealth of Nations gelesen. Lange ist es her. Aber die Faszination, die ich damals gespürt habe, die ist geblieben. Das habe ich heute wieder festgestellt. Ich habe viel gelernt. Besonders auch nochmal weitere Informationen über den Hintergrund zur Smith-Rezeption. Mir war nicht klar, was für eine große Bedeutung die verschiedenen Textversionen haben, Frau Horn. Also das fand ich sehr spannend. Genauso wie ich zwar von den Mitschriften schon gehört hatte, aber ist die Bedeutung und den großen Anstoß, den das Auftauchen von den Vorlesungsmitschriften dann für die Forschung gegeben hat, das war mir so auch nicht mehr präsent. Natürlich nicht zuletzt, wie Sie schon gesagt haben, dass es Smith-Scholars gibt, die wirklich ihr ganzes Leben mit seinem Werk verbringen. Das glaube ich sofort. Dazu gehöre ich nicht. Aber trotzdem finde ich es immer wieder sehr, sehr bereichernd, mich mit seinen Ideen zu beschäftigen. Und genau das ist ja eigentlich der Idealfall, wenn man sich mit Klassikern beschäftigt, dass sie Inspiration und Anregungen für heutige Diskussionen liefern, ohne den Anspruch zu haben, dass man Dinge, Ideen eins zu eins übertragen kann. Aber diese Inspiration, glaube ich, ist etwas, von dem wir alle profitieren können. Das haben Sie ja auch so gesagt. Insofern fand ich das heute wirklich sehr kurzweilig und bereichernd. Vielleicht nochmal, wir haben es in den Chat auch schon geschrieben, aber für alle noch zur Info, das Gespräch wird auch als Video verfügbar sein. Und außerdem werden wir, je nachdem, wie schnell wir in den nächsten Tagen und Wochen sind, in vielleicht 3, vielleicht auch 4 Wochen, ein Papier von Ihnen, Frau Horn, veröffentlichen, die Naumann-Stiftung zusammen mit dem Ludwig-Erhard-Forum, in dem all diese Dinge nochmal aufgegriffen werden. Also da bitte ich Sie alle, Zuschauerraum, um etwas Geduld, aber wir beeilen uns, soweit es geht. Vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal den Hinweis, wir sind ja virtuell und Sie kommen alle aus ganz Deutschland, aber wer Ende Juni in Berlin ist, den möchte ich doch darauf hinweisen, dass wir zusammen mit dem Ludwig-Erhard-Forum und Stefan Kolleff am 27. Juni eine Präsenzveranstaltung in Berlin zur Währungsreform 1948 veranstalten. Die Einladung ist schon online, die finden Sie bei uns. Und auch da geht es letztendlich darum, Inspiration und Anregungen für die heutige Welt in Aufruhr zu finden. An dieser Stelle erstmal, lieber Stefan, an dich vielen Dank und an das Ludwig-Erhard-Forum, das für alle zum Hintergrund ganz frisch gegründet ist und sozusagen schon mitten, innerhalb kürzester Zeit, mitten in die Tat gegangen ist. Und last not but least, liebe Melanie Kögler, vielen Dank an dich und an die Reinhold-Meyer-Stiftung für die immer wunderbare und tolle Zusammenarbeit zur heutigen Veranstaltung. Jetzt bleibt mir nur, allen noch einen schönen Abend zu wünschen. Genießen Sie die Sonne und ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Vielen Dank.